Herzlich willkommen beim Video der Woche. Ich bin Christina Augenstein und habe diese Woche keine Botschaft für euch, keinen Trick und keinen Tipp für euer Leben, sondern eine Veröffentlichung meiner Erfahrungsgeschichte. Also was mir passiert ist, was mir geschehen ist. Und es ist auch gleichzeitig ein Aufruf an euch. Ich habe nämlich schon mein zweites Buch im Kopf und darum geht's. Ich verrate den Titel noch nicht, aber es geht unter anderem um Begegnungen mit himmlischen Helfern und wie sie helfen, ja, und wie sie euch geholfen haben. Also wenn ihr Lust habt, in meinem Buch veröffentlicht zu werden, schreibt mir einfach eine E-Mail mit eurer Geschichte, was euch geschehen ist, wie die Engel euch geholfen haben, und schreibt mir dazu, ob es anonym sein soll oder ob ich den Vornamen veröffentlichen darf. Und darauf freue ich mich. Also über alle Geschichten, die ihr so mitgemacht habt, freue ich mich. Und dann kommen die vielleicht in mein Buch. Ich würde mich also wirklich sehr, sehr freuen. Zu meiner Geschichte. Hier in diesem Raum. Ich bin gerade in meinem Wohnzimmer. Und ich habe ja vor 10 Jahren circa angefangen mit dieser Arbeit. Und am Anfang hatte ich ja noch, habe ich das ja noch nicht beruflich gemacht. Ja, ich habe das ja alles hobbymäßig gemacht. Ich habe ausprobiert, ich habe rumprobiert. Und natürlich kamen am Anfang meine ganzen Freunde dran, ja, meine ganzen Bekannten, jeder, der wollte, Familienmitglieder. Und unter anderem war mal eine ganz, ganz gute Freundin von mir da. Und wir haben tatsächlich, das Haus hatten wir für uns, komischerweise, ich weiß nicht warum. Und wir standen, ich habe meine Liege aufgebaut, damals hatte ich noch eine faltbare Liege. Und ich habe sie aufgebaut, hier neben mir. Und es war abends, es war Winter, also es war wirklich gemütlich, war warm und indirektes Licht und so weiter. Und ich habe bei ihr Lichtenergie gemacht. Sie lag auf der Liege, also sie hat wirklich schwere Traumata erlitten in der Kindheit, aber damals konnte ich halt noch nicht mehr als Lichtenergie zu geben. Das heißt, nicht mehr ist auch schon super. Und wir haben eben so Spaß gemacht und haben es eigentlich mehr freundschaftlich gemacht. Und sie lag so auf der Liege, ja, vor mir, die Füße waren hier, vor mir lag sie auf der Liege, ich saß gerade und dann habe ich ihr erzählt, du, hier läuft ständig so ein kleines Männchen rum. Dieses Männchen sieht so und so aus, und dann hat sie gesagt, das ist mein verstorbener Vater, den will ich nicht sehen, den will ich nicht sehen. Trauma, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, er versteckt sich sowieso die ganze Zeit. Und dann hat sie echt so einen Schutzwall aufgebaut. Es war so, wumm. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe ja diese Frau vor mir liegen, so nach vorne. Die Höhe der Füße waren ungefähr hier. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Es hat sich aufgebaut, wie man es im Fernsehen sieht, bei so Science-Fiction-Filmen, wie so eine durchsichtige Kuppel. Und dann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt Angst vor deinem Papa. Und dann hat sie gesagt, ja, den will ich nicht da haben. Ich will den nicht da haben, ich will den nicht sehen. Ich habe gesagt, okay, dann sagen wir ihm, das darf man ja, dass er sich bitte empfehlen soll oder was er denn zu sagen hat, was er denn für eine Botschaft hat für sie. Und sie hat gesagt, nein, ich hab immer nur den Kopf gesehen, nein, ich will ihn nicht sehen. Oder ich will nicht, dass er da ist. Also sie konnte sich nicht mehr entspannen, sie war echt aufgeregt, weil ich gesagt habe, da läuft so und so einer rum. Und plötzlich, nachdem diese Kuppel aufgebaut war, wurde es still. Ich kann es nicht anders beschreiben, es wurde still. Und ich hatte meine Augen offen. Ich hatte vorher schon Begegnungen mit Verstorbenen, mit Engeln, mit himmlischen Helfern halt, aber die habe ich immer nur so durchscheinend gesehen, so unsichtbar fast. Ja, und ich habe mehr gehört oder gefühlt, wenn die da waren. Aber dieses Mal war es ganz, ganz anders. Und ich habe gestoppt und habe so rechts hinter sie geschaut und habe gesagt, hinter dir steht ein Engel. Ich war selber so verblüfft, dass ich nicht mehr sagen konnte. Dann hat sie gesagt, was, wie, wo? Und dann habe ich gesagt, so links hinter dir steht der ist riesengroß. Der ist wunderschön. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine riesige Gestalt, die so hell geleuchtet hat, dass man die Umrisse fast nicht erkennen kann, dass man die Gesichtszüge gar nicht erkennen kann, so hell hat die geleuchtet, aber so angenehm hell, dass es dich nicht blendet.
obwohl es sehr hell war. Und es war mehr so ein gelbliches Weiß. Ja. Und dann hat sie gesagt, und welcher ist es? Dann habe ich gesagt, okay, wer bist du? Und dann habe ich so gehört, ich bin Erzengel Uriel. Und ich so, wer ist Erzengel Uriel? Hat er gesagt, ich bin hier, um deiner Freundin zu helfen, ihre Ängste aufzulösen. Das habe ich ihr dann alles gesagt. Und es war magisch. Es war einfach nur magisch. Es war so ein Zauber in der Luft, so ein Frieden, so eine Ruhe. Es war einfach, und der blieb da, keine Ahnung, 5 Minuten. Das war echt lang. Volle 5 Minuten. Bei vollem Bewusstsein, mit offenen Augen, habe ich den die ganze Zeit gesehen. Und ich hatte immer noch ihre Füße. Und ich habe immer noch gesagt, er ist immer noch da. Und sie hat gesagt, ich spüre es. Es tut mir so gut. Und ich habe gesagt, mir auch. Und es war ein magischer Abend. Eine magische Erfahrung. Da war so viel Zauber. Da war so viel Frieden. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, als mit den Worten, die ich jetzt schon gesagt habe. Das war einfach gigantisch gut. Es war die erste Erfahrung, die ich in Wirklichkeit, so wenn man das von dem Unsichtbaren fast Durchscheinenden absieht, mit Engeln. Man kann Verstorbene viel schneller sehen, viel besser sehen, aber Engel sind meistens viel durchscheinender. Aber diese Freundin von mir, der ging es so schlecht, dass sie das verdient hatte, dass sich der zeigt und dass ich praktisch ihr das sagen durfte, dass der da ist und was der für sie für Botschaften hat. Das war Wahnsinn. Es war einfach nur wunderschön. Das wollte ich mit euch teilen. Seitdem glaubt sie natürlich an Engel, ist sowieso klar. Vorher war sie schon fasziniert von dem Ganzen, aber sie konnte nicht so viel damit anfangen. Also ihr merkt es schon, ich bin abgedriftet, ich bin jetzt ganz anders als sonst. Es war wirklich so schön und allein die Erinnerung zaubert mir Gänsehaut auf die Arme oder so eine Ruhe und so einen Frieden in meinem Körper. Und wie gesagt, wenn ihr auch eure Erfahrungen teilen wollt, wo ihr zum Beispiel Angst hattet, wo ihr Sorgen hattet, wo ihr nicht weiter wusstet und da kamen himmlische Helfer, die kommen übrigens auch in Form von echten Menschen, ja, wo die auch plötzlich wieder verschwinden, wo ihr dann sagt, was war das? Das war ja wie ein Engel. Ja, egal was euch geschehen ist, egal was ihr für eine Erfahrung gemacht habt, schickt sie mir, wenn ihr wollt. Wie gesagt, schreibt dazu, anonym oder nicht, und erlaubt mir das zu veröffentlichen und ich schaue mir an, was dazu passt zu meinem Buch. Okay? Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche, da ist Ostern, da weiß ich noch nicht, wann ich das Video mache, aber ihr bekommt eins. Okay? Also, dann bis bald.